Okay, dann muss Konstanz gleich einmal den Elfric besiegen. Geh mal hier runter, dass du gleich den Elfric da unten umhaust. Du hast Sammeln für... Magie und Resistenz, das bringt mir leider nichts. Aber dahin. Warte. So, du hoffst jetzt auch wieder mal drauf, das überlebt er. Oh, nice. Man kann hier sogar die Phase nochmal weghauen. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Lebensleiste, die wir ihm kaputt hauen müssen. Problem ist, sobald er unter 50% kommt, aktiviert sich sein Vorteil. So, hast du wieder Bock auf, ja, den Omega-Angriff. Das heißt, wir müssen den 151 abziehen diese Runde. Yikes! Okay, die Sache ist, die Mission ist eh vorbei, sobald ich ihn besiege. Das heißt, ich kann in dieser Runde die Elfrics eigentlich sogar ignorieren. Und Konstanz könnte sogar für den Finishing Blow... Nee, kann sie nicht. Vorteil. Also ist Konstanz eigentlich unnütz in dieser Runde. Okay. Rechnen wir mal hoch. Das Mächtigste, was ich machen könnte, wären 17... Plus 28 macht 38, 45. Da, ja. Wenn ich jetzt wirklich auf die 12 gehe, 45 plus 24 sind 69. Byleth auch mit draufhaut. Ist der Schnitt... 50% Crit-Chance, was? Okay. Das kann gerne zweimal triggern. Aber sagen wir mal, es triggert nicht. Waren wir bei 69 plus 26. Sind wir bei 95. Yep. 95 plus 28 sind 123. Sure, pal. Und 60 kommt nochmal oben drauf. Das sollte reichen. Moment, 1% Crit? Was? Aber nicht von dem. Also theoretisch haben wir mehr als genug. Und ich habe sogar noch Hilda, die draufhauen kann. Das sollte eigentlich reichen. Ja, 50% mal 2 sind 100%. Also muss ich eigentlich safe critten. Okay, legen wir los. Das Beste, was ich hier machen kann... Wobei dann die Frage ist, ob ich lieber... erstmal mit denen anfange, die richtig viel Schaden machen können. Das wäre es. Ist noch genug? Okay, du hast noch genug von einem Banschramushti. Ob ich erstmal mit dem. Aber ist scheißegal, mit wem ich angreife. Vorteil, ob der sich jetzt Vorteil aktiviert oder nicht. Aber ich kann zumindest schon mal mit ihm hier drauf haben, weil er da am meisten Schaden macht. Vielleicht crittet er ja auch einmal. Schade. So, dann unsere drei Hausherren hier und Damen. Du kannst mich nicht töten. Das ist gut. Nee, ich gehe nicht für den Crit, ich gehe für den safen Schaden einfach. Oh, never mind. Er dachte sich so, ich kritte halt trotzdem. Careful. So. Ich klort halt. Wieso? Ich weiß es nicht. Aber ich kann es verstehen. Ich finde die auch knüppelhart. Wisst ihr, die letzten beiden Missionen waren eigentlich so pups einfach wieder im Vergleich zum Rest des DLCs. Und jetzt...
Immer die Mission, die ich bekomme. Das sind die richtig knüppelharten. Du? Kann Edelgard das sogar besiegen am Ende? Könnte sie, ja. Okay. Also, Dimitri. Wenn du jetzt krittest, kriegst du den ganzen Ruhm dieser Mission ab. Wenn du nicht krittest, kriegt Edelgard den Ruhm. Tschüss. Okay. Er wollte Edelgard den Ruhm lassen. Hm? Echt? Okay. Svenja hat Dimitrin gerade einfach tot gecrittet. Ja gut, dann Edelgard, die Dragonslayerin. Wenn sie jetzt crittet, würde ich einfach nur lachen. Eigentlich hätte ich es mit Claude beenden müssen, ne? Nice. Die Bestie im Dom. Steht sogar, dass es im Dom ist. Und Edelgard ist sogar die Heldin. Puh. Die war schon nicht leicht, die Mission, finde ich. Dann schauen wir mal, was jetzt noch kommt. It is finished. Well done, everyone. Because of you, her restless soul has finally found peace. Professor, I imagine you have much on your mind. Was mir gerade einfällt, du sagst zu mir, warum habe ich so keine Probleme mit der Mission und du beendest sie einfach einen Angriff vor mir. Beim finalen Angriff. Nice. Die 50, hast du auch 50% Crit-Rate auf dem Schnitter? Oder womit hast du gecrittet? Ah, praktisch. I was there the day she brought you forth into this world. Citri had always been frail. Giving birth proved to be too much for her in the end. On that fated day, it looked as though neither of you would survive. In those final moments, she spoke, saying, "My heart, give it to my child." That is correct. The heart that lies within your chest is none other than hers. It was the only way that you could be saved. But Citri loved others, much as a human might. And I loved her in return. Citri looked upon me as though I was her mother, and I wished for her to have a bright future. I would not have her buried in the cold, dark soil. Prior to her funeral, I arranged for a fake burial. Afterward, I brought her body to Abyss, where I would sometimes visit her. I never thought that anyone, especially Elfric, would find her. I did not expect for such a tragedy to ensue. Boss, there's something you gotta tell me. Was Elfric really just using us all that time? How should I know? I mean, he always acted that way around me, like we were a means to an end. But the church records indicate he founded the Ashen Wolf House 15 years ago. He mentioned he found Citri 10 years ago. So it seems he really did mean well, at first. What's done is done. He's gone, and we're here. That's what matters now. You're always so quick to adapt to change, Happy. I should follow your example. Yeah, you always get to the heart of things quickly. Right then, I've got a lot to take care of now. I need to fill the church in on all the details about how things actually played out. And with my people freed from the monastery prison, they'll need to be accounted for. Good luck with that whole mess. I'll be rooting for you from afar. Surely you'll let us know if there is any way at all we can help. We'd be just thrilled. Hell, if you want, your people can be my people. I could use some good mercenaries to watch my back. Enough already. I get it. It's no less than you deserve.
What you have sown, now you shall reap. You made your bed, now shut up about it, pal. Anyway, what do you figure will happen to Abyss? The church will want to step in, no doubt. You got me. After everything that's happened, things can't stay the same. The church will probably assign an official to oversee things. Hopefully whoever they choose knows how to get along with Abyssians well. Let's worry about all that some other time, yeah? I could really use a tall drink and a long sleep. I'm with you. I hurt in places I didn't even know could hurt. It has been a terribly long night indeed. One I won't ever forget. A terribly long night, but a beautiful morning. So ein schönes Bild. You mean to say that you are disbanding us? Yes. After speaking with the Cardinals, my decision is final. The Ashen Wolf House was originally established for youths who are in need of the church's protection. Somewhere along the way, that intent was corrupted, and it ultimately became a cage for you. The Ashen Wolves are officially disbanded. You can consider this a graduation of sorts. You can doll this up by calling it graduating, but you're the one who sent me to Abyss to begin with. Now you waltz in here and tell us to just go live our lives as if none of this ever happened? You may continue living in Abyss, of course. Abyss will always be a refuge for those who need it most. Your chains have been unbound. You are free to live as you wish now. You ask me, this feels like good timing. Sounds pretty all right, Rhea. After all I have been through, I must say I feel immense gratitude at the prospect of living freely. You're just going to let me go? While I was working with the church, I still did some unsavory things. You have already been judged for your transgressions, Yuri. You have slain the undeserving. The weight of that is yours to bear. You have time to contemplate your actions now. That is punishment enough. What's with the woe is me act? She's saying you're a free man. True enough. It's up to me to determine how I'll live my life now. How I'll make up for what I've done. You made up your mind quickly, despite having ample time to think it through. Someone of my many talents must make decisions in short order. I'm in high demand, after all. The Ferdiad Royal School of Sorcery demands my presence post-haste. How could I deny them? Soon, the name Nouvelle shall be renowned all throughout the Imperial Capital. Prepare yourselves. Didn't you already attend that school? Leaving and going back seems... well, good luck with that. Maybe I'll try to see my family again. It's been forever, but now seems like as good a time as any to do that. The whole thing might be a drag, though, so maybe I'll come straight back to Abyss. I think I'll... Yep. I'll find a way to hit it big. Make tons of money. It's about time the indebted King of Grappling finally paid down all those damn debts. You could always ask my brother to help you out. Seems like a good way to go, really. Borrow from Holst? That's a hard no. Wouldn't dare to trouble my best pal like that. That's enough about me. What are you going to do now, boss? Who knows? For now, I'll take some time to think. My main concern at this point is taking care of my people back in my hometown. You mean you'll continue your former line of work? No need to beat around the bush. And yeah, that's the plan. It's what I'm best at. But I can approach things differently now. Change how I live. Find ways to thrive in peace, you know? Makes sense to me. I wish you all the best. Thanks, friend. Right back at you. We both deserve to live our lives freely. I may end up back home after all this, but I worry about how my rogues here would fare without a boss. Always worrying about everyone but yourself. Stop with that already, yeah? Ich werde mich drum kümmern. There you go, being cute again.
Though I'm certain if you're around, Abyss and everyone in it will be just fine. We'll keep an eye on Abyss as well. Isn't that right, you two? Absolutely. That place is a treasure trove of secrets. Just try to keep me away. I trust your motives are not all so selfish, Claude. And yes, we promise to protect Abyss in your absence. Boss! Boss! You can't just leave us high and dry like this! Where will we go? What will we do? Wie kann er durch dieses Ding überhaupt durchgucken? Oder ist das von innen sichtbar? Das ist komplett schwarz. Außer die vier Punkte. Vielleicht sind das die Augenlöcher. I should have known. Humans are adaptable creatures. They'll sort it out just fine. Relax, will ya? We all know Yuri's not the type to abandon his pals. He's a guy who always turns up when he's needed. Hell, we should all be taking notes from him. The world's a dreary place. We could all use a little help now and again. As long as we're all here for each other as true friends, we can live our lives to the fullest. Freunde. You heard me. You're all my friends. You matter. You always will. That seems like a good note to end on. Sure does. Get you later, pals. I mean, friends. With that, I bid you farewell. And so it is. Until next time, friend. Das sieht schon cool aus. Auch wenn mich der Klötenschutz von Baltus immer noch fertig macht. Ende. Yay. DLC geschafft. Jan ruiniert mal wieder die Stimmung. Wie immer. So, du kannst nun Baltus rekrutieren. Und Harpy. Und Yuri. Und Konstanz konnte ich, glaube ich, vorher schon. Und Belohnungen wurden via Nachschub DLC der Hauptgeschichte hinzugefügt. Hauptgeschichte hat neue Quests. Und das war's. Okay. Dann haben wir auch den DLC damit geschafft. Willst du für ein kleines Fazit zum DLC kurz rüberkommen oder willst du das erst ganz am Ende machen? Joa, können wir ein bisschen noch dazu was sagen. Also, hatte ich ja schon gesagt, wer wen mitnimmt. Hatten wir das? Hatten wir, ja. Kannst du gerne aber nochmal erzählen. Aber ja, Svenja nimmt Yuri und Konstanz mit. Ich nehme dementsprechend Baltus und Harpy mit. Ich muss sagen, wir haben das ja am Anfang schon... Was? Mach weg. So. Mach weg. Copyright. Wir hatten das ja am Anfang schon verteilt, bevor wir überhaupt wussten, was die so... darstellen, nur anhand der Optik und der Klassen. Ich bin sehr zufrieden mit denen, die ich bekommen habe. Ich finde sowohl Yuri als auch Konstanz richtig cool. Vor allen Dingen Yuri. Ich hätte lieber gesagt, sogar ich hätte sogar im Nachhinein eher Konstanz gehabt, weil sie halt einen Fernangriff hat. Aber ich bin mit Harpy auch als Magierin sehr zufrieden, gerade weil sie diese Monster-Kill-Fähigkeit hat, die wir sicher später auch mal noch brauchen werden. Und ich fand Konstanz sehr amüsant mit ihrer... Und Josama? Ja, und auch mit ihrer Zweigesichtigkeit, ich habe keine Ahnung, mit ihrer Split-Personality. Wobei ich als Einheit, glaube ich, Harpy sogar besser fand als Konstanz, aber... Ich weiß nicht, bei mir hat sogar Konstanz... Ich weiß nicht mehr, beide waren etwa gleich gut. Aber ich bin sehr zufrieden. Aber Baltus finde ich auch ziemlich cool, der wird sich wahrscheinlich mit Raphael und Hilda super verstehen. Also ich habe, glaube ich, für Baltus genau das perfekte Haus. Und du hast wahrscheinlich für Yuri ein gutes Haus. Weil Yuri will eh nur dich. Ja, scheinbar schon. Der hat mich richtig hart angemacht. Und du hast noch nicht mal einen C-Support mit dem. Also, der wollte mich schon. Ja. Bei Harpy bin ich mal gespannt, was man zu der noch erfährt. Ja. Die Sache ist, wir werden ja eh alle vier rekrutieren. Gerade weil die ja auch die Entwicklungs-Items für die DLC-Klassen alle mitbringen. Aber benutzen werden wir halt eben nur die beiden, die wir halt uns zu geteilt haben. Ich frage mich ja, ob Baltus sein Heroen-Relikt mitbringt. Da kann ich ihm das klauen. Ja. Und die du geben. Ja, ich werde Yuri dann seins klauen, wenn er es dabei nimmt. Das ist auch richtig gut.
Weil alleine einfach nochmal ein zweites Mal ziehen zu können, ist schon geil. Ja. Also generell, die Charaktere waren cool. Ja. Die Story war auch nur so eine coole Side-Story. Ja. War ganz interessant. Und Elfric ist natürlich wieder bei der verrückte Dude gewesen. Das wussten wir aber ja eh alle. Mhm. Aber die Schwierigkeit, die hat mich echt überrascht. Mhm. Also Mission 1 und 2 ging schon sehr knackig los. Die waren auch sehr lang. Ja. Weil so viel Verstärkung kam. Immer Verstärkung. Weil die erste ging noch. Du musst dich quasi nur von einem zum nächsten durchführen. Aber die zweite, hier hast du Verstärkung, hier hast du Verstärkung, hier hast du Verstärkung, da ist noch Verstärkung. Also ich würde wirklich sagen, Mission 2, 3 und 4 und 7 fand ich halt echt, Ja. Wobei 4 ging noch. Weil die Verstärkung, die kam, war meistens recht schwach. Und du bist eigentlich gut durchgekommen. Ist egal, ob du jetzt... Du hast ja den Weg quasi direkt durchs Gitter und dann hochgenommen. Und ich bin einmal außen rumgelatscht. Und es hat bei beiden eigentlich ganz gut gepasst. Ja. Aber Mission 3 fand ich, glaube ich, echt noch mit am schlimmsten, mit der letzten. Also sie haben echt... Es ist ganz schön, dass jede Map was anderes hatte. Aber sie haben echt viele Gimmicks eingebaut, manchmal. Und ich kann Elfric nach der letzten Mission jetzt nicht mehr sehen. Hast du auch mal alle Elfrics gekillt? Ja, klar. Die letzte Mission war schon... auch echt hart. Also immer wieder diese ganzen Elfrics, die dann nochmal ein bis zwei Charaktere pro Elfric wieder weggezogen haben, weil die machen ja auch fetten Schaden, die willst du ja nicht haben. Bei mir hatte Balthus am Ende fast gar kein Heroenrelikt mehr, weil der den halt gewone-shottet hat. Er hat auch fett Schaden, hat aber ja auch so um die 60 Schaden gemacht mit den 4 Angriffen zusammen. Ja. Also 15 mal 4 ist echt gut. Beziehungsweise aber der hat ihn ja getoolhittet, also hat er 30 mal 4 gemacht. Mit dem Heroen-Relikt. Warum so viel? Weiß ich nicht. Nee, 15 mal 4. Nee, die... Jeder Schlag hat 15 gemacht. Aber die Elfrics hatten ja 60 KP. Ja. Und ich habe mit einem Angriff, der halt zwei Schläge hatte, ihn gewonnen. Ach, du redest über die Elfrics. Ich dachte über die... Nein, um Gottes Willen. Über den Durgen. Nee, der Durgen war OP. Ja. Aber so an sich war es echt... Hat viel Konzentration gefressen. Mhm. Also ich werde auch heute nicht weiter streamen. Ich fand, die letzte Mission war auch gerade schon echt anstrengend. Ja. Mit allem. Die letzte Runde, die lief sogar überraschenderweise echt gut. Ich glaube auch vor allem durch den einen Crit, der richtig viel Schaden gemacht hat. Ja, bei mir, ich hatte mich auch ganz gut vorgearbeitet. Und dann habe ich ihn aber irgendwie einfach auch nicht so wirklich down bekommen, weil der hat ja eine Runde normal, eine Runde aufgeladen, dann alle weggeschleudert. Und ich war Ach, wurdest du von dem Angriff erwischt, wo er diesen Feldangriff macht? Immer. Oh, na gut, ich habe ihn ja umgangen. Perfekt. Nee. Weil ich ja von Anfang an darauf gegangen bin, alle Schilde zu zerstören. Ich hatte zu viel Angst davor. Deswegen, du bist dann ja komplett über die ganze Map weggeschleudert. Und dann stehst du halt irgendwo und der portet sich dann. Echt? Er portet sich dann irgendwo anders hin. Oh, gut zu wissen. Deswegen hat das bei mir auch so lange gedauert, weil ich einfach so vorsichtig gespielt habe und ich mich so oft heilen musste. Und hat das auch Schaden gemacht, dieser Angriff? Ja, hat bei jedem Charakter 15 Schaden gemacht um den Dreh. Okay, gut, dass ich auf die Schilde gegangen bin. Das ist bei diesen Monstern eigentlich immer echt gut. Quasi alle Dinger kaputt machen. Ja, also, weiß nicht, ob du das bei mir gesehen hast. Ich bin ja gerade mit dem Strategem, habe ich alle Schilder kaputt gemacht. Dadurch war er betäubt. Während er betäubt war, habe ich ihm zwei Lebensleisten abgezogen und danach den Rest langsam runter, weil er konnte ja nicht kontern. Ja. Aber ich glaube, die Hauptgeschichte wird jetzt sehr viel angenehmer. Ja, also ich glaube, so die Hälfte des Spiels, die jetzt noch kommt, ist, glaube ich, vom Niveau nicht so schlimm, wie das, was wir gerade hatten. Nee. So letztes Drittel, dann sind wir wieder auf dem DLC-Niveau, aber da passen wir uns so langsam an, da wird es ja langsam schwerer, nicht? Wir gehen so, DLC, Schwierigkeiten, jetzt wieder runter. Aber war cool, auf jeden Fall. Und ich freue mich wieder auf die normalen, auf die Hauptgeschichte jetzt wieder. Ich freue mich wieder auf meine schlechten Level-Ups. Ja, die waren teilweise echt gut, aber ich glaube, die waren nicht gescriptet, oder? Ich glaube nicht. Aber es ist auch so frustrierend, wenn du Level-Ups bekommst und du behältst sie nicht, weil es in der DLC ist. Deswegen ist schon schön, immer die gleichen Charaktere zu haben, die man leveln kann. Ja. Also war cool. Das ist mein Fazit. Gut. Stimme ich zu. War cool. Hat Spaß gemacht. Und jetzt haben wir den auch endlich mal gesehen. Den muss man jetzt auch prinzipiell auch nicht mehr machen, weil der ist ja jetzt automatisch alles freigeschaltet für jeden weiteren Spielverlauf. Okay. Dann war es das auch für heute. Von mir.